Mahlzeit ihr da draußen und willkommen zu Mass Effect, einem Spiel, das ich schon, ja doch, ziemlich lange schon mal wieder spielen wollte. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es wirklich nie durchgespielt, immer nur so ein paar Passagen hier mal da gemacht, aber so richtig durch habe ich es noch nie gespielt. Und deshalb freue ich mich, dass ich das jetzt auch mit euch zusammen durchspielen kann. Gut, denn da ich ja jetzt hier auch meinen neueren PC habe, kann ich jetzt auch hier die Grafik schön hochstellen. Das können wir gleich mal zeigen. Wir drücken mal kurz die beliebige Taste. Meine Nase juckt schon wieder. Das ist die Nervosität. So, jetzt machen wir hinne. So, Moment. Wir gehen mal kurz in die Optionen. Inhalte zum Runterladen. Einstellungen. So, Grafik gucken wir erstmal. Fenstermodus brauchen wir nicht. Partikeleffekte hoch. Gamma lasse ich mal. Lass euch Gamma noch so auf 25 setzen. Wir machen mal Gamma auf 25. Full HD Auflösung. Dynamische Schatten lassen wir an. Ultra hoch lassen wir an. Filtermodus. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Egal, ihr wisst, was ich meine. Bei Motion Blur, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Weil ich selber mag Motion Blur, weil diese Umgebungsverwischung, nenne ich das jetzt mal, das hat irgendwie was Realistisches. Deshalb würde ich persönlich das lassen. Es gibt aber auch Leute, denen wird schlecht davon, von Motion Blur. Deshalb, ich lasse es jetzt mal an. Wenn es euch eventuell stört, könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das aus in den nächsten Folgen. So, Vertikalsynchronisation lasse ich auch drin, weil ich habe es ja, glaube ich, schon in anderen Videos auch schon mal gesagt. Ja, wenn ich schnelle Bildwechsel habe, ja, dann verzieht sich das Bild so komisch und es sieht einfach nicht schön aus. Deshalb V-Sync lassen wir drin. Und Körnigkeit, das lasse ich draußen, weil wenn da so ein Krieseleffekt da drauf ist, nee, das muss nicht sein. Gut, also wenden wir mal an. Ja, speichert Inhalt. Wir gehen mal wieder zurück. So, Eingabe, Steuerung, Gameplay, automatischer Stufenaufstieg. Machen wir mal für Squad und für den Spieler. Das habe ich eigentlich immer drin. Untertitel, automatische Speichern. Okay. Tutorials brauchen wir nicht. Ja. Wir machen mal eine neue Karriere, weil ich habe ja nur mal schon mal eine Testaufnahme gemacht und mal geguckt, wie das so läuft. Wir machen erstmal eine neue Karriere. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Ja, ja. Geheime Informationen angefordert. Ja, ja, verbind mich mal. Was ist mit meiner Nase los? Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Ja, ja, ja. Gut, jetzt können wir unseren Charakter erstellen. Ja, der Standard John Shepard. Wir machen aber eine neue ID. Und zwar machen wir einen individuellen... Eigentlich wollte ich ja einen individuellen weiblichen Charakter machen. Interessant an dem Spiel finde ich, wir können verschiedene Antworten geben. Das heißt, wie sage ich das jetzt am besten? Das Spiel stellt sich auf unsere Einstellungen ein. Das heißt, wir können der brave Soldat sein, der jeden Befehl befolgt. Wir können aber auch ein komplettes Arschloch sein, das jeden Befehl verweigert und seinen eigenen Kopf hat. Das wirkt sich dann halt eben auch auf Codex, Tagebucheintrag etc. aus. Und da wollte ich eigentlich am Anfang, weil ich spiele ja eigentlich gerne weibliche Charaktere, wollte ich eigentlich so einen richtig schönen weiblichen Arschloch-Charakter erstellen. Aber, wir machen einen normalen männlichen Charakter und dann werde ich die Entscheidung so treffen, wie ich sie für richtig halte. So. Bitte locken Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil. Ja. Ich brauche jetzt erstmal wieder meine Tastatur. Wir sind natürlich wieder Sebastian. Sebastian Shepard. Ja, Verbindung wird erstellt. Senden. Dechiffrieren. Benutzernamen bestätigt. Benutzerdaten bestätigt. Achtung, fehlerhafte Dateien. Autowiederherstellung gescheitert. Datenfehler. Sehr schön. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Gut. Zeit vor dem Dienst bestätigt. Also, was sind wir? Wir sind ein Raumfahrer, Kolonist oder von der Erde. Ihre beiden Eltern waren beim Allianz-Militär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär.
Okay. Was haben wir als Kolonist? Sie sind auf Mindor geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rande des Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Midior und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von der Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Das ist nicht so meins. So, als Waise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen hin und her gerissen, entweder von der Erde oder Raumfahrer. Ich habe ja eigentlich immer von der Erde gemacht, jetzt mache ich mal einen Raumfahrer. Ich will mal Raumfahrer machen, mal gucken, was das da so wird. Psychologisches Profil bestätigt. So, jetzt haben wir hier einzig Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extrem lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen wären. Aber sie überlebten, ertrugen alles, wo andere zerbrachen, Entschuldigung. Und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Naja, Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sich eines Tages einer überwältigten feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennungen seitens der Allianzflotte ein. Skrupellos. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemein als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär erst zu ihnen. Naja, skrupellos ist nicht. Entweder Kriegsheld oder einzig Überlebender. Ich würde eher sagen, wir nehmen mal Kriegsheld. Kriegsheld ist gut. Militärische Spezialisierung bestätigt. Ach du Heilige. So, was haben wir Soldat? Soldat sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerung tragen zu können und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerungen zu tragen. Techniker sind Technikspezialisten. Ach was. Mit Hilfe des holographischen Universalwerkzeugs können sie die Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde stören und das Squad heilen. Techniker können ausschließlich leichte Panzerungen tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Dann ist der schon mal nix, obwohl ich eigentlich auch ein Technikfreak bin. So, Experte. Experten sind Biotik-Spezialisten. Mit Hilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, das Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Also ist der schon mal auch nichts für uns. Infiltrator. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten miteinander. Aha. Und sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich auf die Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können Pistolen oder Präzisionsgewehre und mittelschwere Panzerung einsetzen. Okay, der kommt schon mal in die engere Wahl. Wächter. Wächter kombinieren Biotik- und Technikfähigkeiten miteinander. Üblicherweise werden sie biotische Fähigkeiten und fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen oder technischen Angriffen stören können. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als andere Klassen, was allerdings zulasten ihrer Kampffertigkeiten geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein erweitertes Waffentraining erhalten. Tja, damit fällt der auch aus. Und was haben wir mit dem Frontkämpfer? Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten, und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie nutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. Nee, das ist auch nicht so meins. Also ich würde entweder zum Infiltrator oder zum Soldaten. Ich würde aber eher sagen, ich bleibe beim Infiltrator. Den habe ich zwar bis jetzt immer genommen, wenn ich das Spiel gespielt habe, aber
Mit dem komme ich eigentlich am besten klar. Und finde ich, der hat auch die besten Eigenschaften. Also nehmen wir den Infiltrator. Gesichtsidentifikation bestätigt. So. Erscheinung ändern. Ach du Heilige. Ja, nee, ist klar. Gut, also ab hier werde ich wahrscheinlich jetzt mal einen kleinen Schnitt machen oder einen Speedrun oder einen Überlauf, weil das wird jetzt eine Weile dauern, bis ich das jetzt so hingekriegt habe. So, also, warte mal, wir machen mal das da. So. Gesichtsstruktur. Gesichtsidentifikation bestätigen. Ah, oh. Profilwiederherstellung beendet. So. Ich nehme mal an, das könnte ich jetzt mal so lassen. Zwar sieht der Kamerad nicht so aus wie ich, aber ich habe es mal geguckt da. Er wird es wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich die Facecam drin lasse, wenn ich mir ab und zu mal so auf den anderen Monitor rüber gucke. Meine Facecam mir da so angucke, dann, ja, das ist halt eben die Frise, die passt halt eben nicht so. Ich habe eben ja so eine Langhaarfrisur. Naja, muss man jetzt auch nochmal dann gucken, weil ab Mass Effect 2 steht ja dann da unten irgendwo ein Code drin. Das wäre jetzt viel einfacher gewesen. Dann könnte ich mir hier nämlich den Code notieren und könnte den dann in Mass Effect 2, könnte den dann einfügen und dann müsste ich dann nicht mehr mit den Reglern da so rumschieben. Muss man nochmal die Aufnahme dann angucken und mal mir notieren, wie ich die Regler verschoben habe, dass dann das Gesicht gleich bleibt. Ja. So ungefähr sieht der Bastian Shepard aus. Ja gut, im Charakter erstellen bin ich sowieso nie so gut, sage ich jetzt mal. Aber wir lassen den jetzt mal, sonst wird es ewig dauern, bis ich das da fertig habe. Wir nehmen den mal an und gucken mal. So, wenn die Einstellungen für diesen Charakter bestätigt haben, können Sie nicht mehr zu diesem Bildschirm zurückkehren. Einstellungen ändern, bestätigen. Identifikation bestätigt. Das habe ich auch noch niesen müssen. Mann, ist das schlimm. So, also Kampfschwierigkeit, wir lassen mal normal. Automatischer Stufenanstieg für Squad und Spieler. Haben wir Zielhilfe. Lassen wir auch mal normal. Fähigkeitennutzung. Machen wir aktiv, Untertitel lassen wir drin, Auto speichern und jo, gucken wir mal. Was wissen wir über Shepard? Er ist ein Raumfahrer. Hat die meiste Zeit seines Lebens auf Sternenkreuzern verbracht. Fast die ganze Familie war beim Militär. Beide seine Eltern waren bei der Flotte. Er hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Er hat die Bodentruppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf.
Ihm allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Sein Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten, raumfahrenden Zivilisation. In den darauf folgenden Jahrzehnten konnten mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst in den entferntesten Sternen ermöglichen. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, in der die Lage war, das Raumzeitgefüge zu kontrollieren. Sie nannten es die größte Entdeckung der Geschichte der Menschheit. Die Zivilisation der Galaxis. Mass Effect. Boah, immer dieses schnelle Lesen. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. So, jetzt können wir hier schon mal die erste Entscheidung machen, beziehungsweise die erste Antwort. Wir können jetzt entweder seiner Meinung sein, wir können übertreiben, ja, oder Schluss damit. Also ich würde es eher sagen, Schluss damit, weil, ne, also, wir kennen ja den Niles nicht, also machen wir mal Schluss damit. Genug, das reicht. Sie sind Soldaten, also benehmen Sie sich auch wie Soldaten. Tut mir leid, Commander. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Tja, habe verstanden. Also das brauchen wir nicht zu machen. Es scheint ihn verärgert zu haben. Verärgert? Na, wir sind mal so. Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Ja, klar. Es ist wahr, ich habe ihn gerade. Das Schiff finde ich cool. Sieht richtig cool aus hier. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Also das können wir nicht öffnen. Ah, das ist unsere Karte. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ja. Er will mich sehen. Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Unseren Job. Wir fragen mal nach. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält?
Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Nihilus ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Ja. Ich sehe mir die Sache mal an. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort. Mit dem können wir nicht reden. Da kommen wir nicht rein. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Ja, da hatte Doc recht. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Es ist nur eine Mission, sie halten sich gut, also den kennen wir noch nicht. Also... Machen Sie einfach Ihren Job. Befolgen Sie meine Befehle und wir bekommen keine Probleme. Genau. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon beim skylianischen Angriff beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Wir sollten das nicht nichts überstürzen. Vorsichtig sein oder Schluss mit dem Heldentum. Zu viel Heldentum ist ja auch ein bisschen arrogant. Bei dieser Mission geht es nicht um persönliche Ziele, Corporal. Wir haben einen Job zu erledigen. Also, bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, Wiedersehen. Die Stimme übrigens von dem Doktor... Wie ist die? Chuck Wars. Kommt mir sehr bekannt vor. Wieso habe ich nur 45 Frames? Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Mehr als das? Weiß ich nicht. Na und? Ich bin bei den Marines und nicht auf einem Ausflug. Aber dieser Planet ist mehr als ein Ausflugsort, nicht wahr, Shepard? Eden Prime ist ein Symbol für Sie. Eine perfekte kleine Welt am Rande Ihres Territoriums. Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Was soll die Frage? Worauf wollen Sie hinaus? Also das mit der Drohung, das machen wir jetzt mal nicht. Was soll die Frage? Oder worauf wollen Sie hinaus? Wie sicher ist dort wirklich? Machen wir das, worauf wollen Sie hinaus? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. War ja klar. Keine Überraschung. Wir fragen erstmal, was hier los ist. Dürfte ich Sie um eine Erklärung bitten, Captain? Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Okay. Warum so geheimnisvoll? Was sollen wir bergen? Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen, Captain. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Klar. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Okay.
warum dem Rat erzählt. Ich bin froh, dass sie helfen. Nein. Sie klingen besorgt. Wir brauchen ihre Hilfe hier nicht. Ich würde eher sagen, Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Okay. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Niles möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Ja, und warum? Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Sie haben eine ganze Angriffswelle während des Gyllianischen Angriffs aufgehalten. Sie haben nicht nur Courage, sondern auch ihre Fähigkeiten bewiesen. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Wenn ich ablehne, sie haben mich eingetragen. Ja, machen wir, wenn ich ablehne. Und wenn ich gar kein Spectre werden will? Es geht nicht nur um Sie, Shepard. Es ist wichtig für die Menschheit. Wir zählen auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Kann man noch irgendwas fragen? Eden Prime, Sender? Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch Ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es Ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Na gut, dann fangen wir mal an. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Oh, klar. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Achtung. Wie ich aussehe. Runter jetzt! Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Okay. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Das sah ja gut aus. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Na dann. Gehen wir mal runter, ne? Tarnsysteme werden aktiviert.
sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Oh, nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Angeber. Miles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Ich lege mein Leben nicht gern in die Hände eines Turianers, Sir. Niles ist auf unserer Seite. Er will sie zum Spectre befördern. Und er will diesen Sender finden. Ah, gut. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück. Bin ich mal gespannt. Nähern uns Landestelle 2. Ja, ja. Setz uns mal ab. Ich hoffe, dass die Frames einigermaßen halten. Speichert Inhalt. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Was laberst du? Ich finde das so geil, wie das hier aussieht. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Entdeckung! Oh, weg. Und... Verdammt! Drücken Sie Q, um Waffe zu halftern. Warte mal, das Ding, das stört. Bumm. Lass mal hier noch ein bisschen umgucken. Mal Q kurz drücken. Mich erstmal hier ein bisschen umschauen. Okay. Ah, da ist doch was. Notfallinterface. Ja, natürlich mal alles mitnehmen. Medigel. Da freut man sich doch. So, Freunde. Jetzt mal weiterschauen. Springen kann der Kollege nicht. Hm. Schade. Oh Gott, was ist hier geschehen? Ja, die sehen ein bisschen verkohlt aus. Na. Nicht ruckle. Wie er guckt. Na, komm her. Oh, der wäre weg. Der wäre weg. Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Drücken Sie nach einem Stufenanstieg U, um den Squad-Bildschirm aufzurufen, um die Fähigkeiten Ihres Squads zu verbessern. So. Klicken Sie auf ein Talent, um Punkte zuzuweisen und das zu verbessern. Bewegen Sie die Maus über das Talent, um weitere Informationen darüber zu erhalten. Wählen Sie jedes Squad-Mitglied aus, um dessen Punkte zuzuweisen. Aha. Schütze, erhöhter Pistolenschaden. Und Präzision reduziert die Möglichkeit von Überhitzung. Okay. So, Fertigkeitspunkt 0. Was hatte Caden? Der hat 0 Punkte, okay. So. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Ja, oh, der Jenkins liegt jetzt da unten. Super. Er hat noch große Töne gespuckt. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Ja. Er verdient ein Begräbnis. Wir können ihm nicht helfen. Vergessen Sie ihn. Also... Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Tja, er hat schon Jenkins große Klappe gehabt. Er will ein Held sein. Ja... Das war's mit Heldenmut. Ja, komm, 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 komm. Und. Boing. Boing. So. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Ja, jetzt. Spar mal deinen Kopf. Was, wo? So. Mehr. So. Noch irgendwo was? Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen.
Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Ja, ist gut. Ich gehe mich aber jetzt erstmal hier umgucken, wenn es dir genehm ist. Was? Oh. Na komm. So, Treffer. Da hinten ist noch einer. Na komm. Treff denn! So. Da hinten. Ja. Der macht das schon. Alle Ziele neutralisiert. Sehr gut. Da liegt auch noch ein Toter. Na super. Waffe weg. Da hinten, da liegt noch was, was ich haben will. Haha, haha, haha. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Medigel. Hallo? Gar nicht gut. Ich glaube, das Mädel sitzt hier ziemlich in der Patsche. Danke für die Hilfe, Commander. Ah, schon fertig? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Tja, siehst du mal. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Wir fragen erstmal, ob alles in Ordnung ist. Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Kämpfen? Gegen die Dinger? Oder wo ist Ihre Einheit? Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Also gut. Naja, die bleibt bei uns. Bringen Sie uns dorthin, schließen Sie sich uns an. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Genau. Warte mal. Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Okay. Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Fragen wir mal bitte Nihilus. Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten Sie...